Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Super Mario Bros. 2. Die westliche Edition. Ja, ich hoffe mal, dass ihr nicht allzu viel Nebengeräusche wahrnehmt. Also mitbekommt eher so. Weil ich hatte nämlich mein Zimmer offen. Ich habe mein Fenster offen und das hört man jetzt immer, wenn ein paar Autos hier vorbeifahren, aber das ist mir jetzt mal gerade Latten, weil ich hier lüften muss, weil ich wieder schwer viel Luftfeuchtigkeit hier bei mir im Raum habe, wegen meinem Aquarium und weil ich halt heute Nacht mein Fenster zu hatte und so und dann. Ja. Gut, dann hauen wir mal rein, ne? So. Mal gucken, ob wir es heute hinkriegen hier. Wir haben heute übrigens den 12.12. Dennis hatte heute... Oh Gott, was war das? Irgendwas mit Cube. Boah, Double Kill. Irgendwas mit Cube war im... Fuck you. Fuck. Oh nö, jetzt habe ich gar keine Dinger mehr. Ich dachte, das wäre das letzte gewesen. Naja. Ja, Adventskalender. Gedöns. Nehmen wir einfach mal mit. Ja. Und, genau, mal sehen, wie weit ich heute komme. Ich habe heute an sich eigentlich gar keinen Zeitdruck. Denn das, was ich heute vorhab, könnte ich eigentlich auch morgen machen. Abgesehen vom Kuchenbacken, weil der muss nämlich morgen fertig sein. Jo. Weil meine Oma hat morgen Geburtstag und, ja, da mache ich halt einen Kuchen für die. Weil meine Mutter keine Zeit hat, sonst wird die den normalerweise machen. Und deswegen mache ich den. Wollte ich den haben? Ich weiß es nicht. Schon wieder Double Kill. Meine Nase juckt. Ah. So. Eigentlich, nee, die gibt's auch. Ich verstehe diese Uhr nicht. Abkürzung nehmen wir keine. Weil zu aufwendig. Und da kommt ein Auto. Ah, Mist. Ich dachte, ich würde noch die anderen kriegen, aber das war ja auch schon mal ganz gut. Hier war ja, glaube ich, sonst nichts mehr drin, ne? Gemüse aus dem Boden ziehen. So. Die sind so süß, die Viecher. Also, die sehen hier süß aus. Ich habe mir aber schon mal Bilder auf Google von denen angeguckt und da sehen die nicht so süß aus. Ach ja. Ich glaube, ich werde jetzt auch weiter mit Peach spielen. Denn ich finde diese Schwebefunktion schon sehr geil. Also ich finde, die hat mir bestimmt schon einige Leben gerettet. Luigi wäre natürlich cool, weil der kann höher springen und dann muss man sich nicht so bücken. Wie, ich wurde getroffen. Muss man sich wahrscheinlich nicht so bücken. Komm. Sehr schön. Yeah.
Wie gesagt, ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden hiermit. Gleich kommt ein Traktor vorbeigefahren. Warum habe ich jetzt nur einen abbekommen? Ich verstehe das nicht. Ach ja. Naja, 4 Leben haben wir. Eins hat man ja im Level gefunden und da kommt der Traktor. Bäh. War ja auch nicht laut oder so. So. Ein Trank. Den nehmen wir mal mit hier rüber. So. Wichtig. Und Münzen mitnehmen. Ah, gut. Da haben sie mal nicht mehr dran gekommen. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass wir hier keinen Zeitdruck haben. Was war denn hier drin, ne? Ein One-Up. Nice. Sehr gut. So. Ist hier auch ein One-Up drin? Nee, ein Schlüssel. Nehme ich mit. Wir können ihn ja immer wieder wegschmeißen, dann ist der Geist weg. Meine ich mal. Dann holen wir mal hier oben noch das Ding. Vielleicht kriegen wir dann sogar einen unverwundbaren Stern. Ups. Oh, ich raff das einfach nie. So. Ah, jetzt kommt die Bombenschmeißerei. So, den hätten wir schon mal gekillt. Fangen wir hier mit den Bomben an. Ah, das war doch schon mal ganz gut. Dann knalle ich den noch hier hin. So, und vielleicht kann ich den Typen... Habe ich ihn getötet? Ja, ich habe ihn getötet. Was ist hier drin? Nichts. Toll. Dann gehen wir oben lang. So, jetzt kommen wir hier auch wieder runter. Yes, sehr gut. War ja schon öfters mal der Fall, dass ich da getroffen wurde. Ich meine, hier hinten wäre eine Flasche gewesen. Fuck you. Natürlich. Ja. Das ist sehr gut. Oh, die ganzen Autos draußen, ne? So. Schmeißen wir hier hin, dann können wir ganz viel Sachen holen. Also gibt es diese Münzen wirklich nur in der Unterwelt oder wie das heißt? Also in der andersrumen Welt. Kann man damit durch Türen gehen? Nein. So, dann werden wir wieder beim Boss. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Sehr schön. Komm, mach auf. Oh, 9 Stück.
Yay, One-Up! Ach, komm schon! Ach Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ach ja. Von 9 Versuchen haben wir nur einmal geschafft. Ach ja. So, Welt 1-3. Und das Telefon geht schon wieder. Das will auch irgendwie heute nicht aufhören. Und immer hier rüber. Ich möchte nämlich gerne die Kirschen haben. Okay, das nehmen wir mal mit. Ich will das irgendwo hinschmeißen, wo viel Gedöns ist. Hier oben zum Beispiel. Da. Huh! Hab ich ihn bekommen? Nein, ich hab's nicht bekommen! Verdammt. Zeit. Nun. Oh Gott, wo war der? War der hier? Nein. Was hier unten? Der da? Nein. Der? Ja. Oh Mann, ich hätte gern wieder einen Pilz oder so. Nein! Ah! Verdammt. Von ganz vorne natürlich. Ja. Ganz schlimm, dass sie sich einem anpassen, dass sie nicht immer da komplett rumlaufen, sondern... Ach, nehmen wir halt nicht mit. So, den nehmen wir wieder mit. So. Schmeißen wir hier wieder hin. Ah, das haben wir wenigstens noch bekommen. So, und da war ja nichts mehr drin. Ach, dieses Zeitding, ne? So. Mal hier hin. Achso, das heißt, wenn ich einmal in diesem Raum gewesen bin, dann geht da gar nichts mehr. Ich dachte, dann würden noch die funktionieren, die die ich noch nicht rausgezogen habe. Okay, das haben wir jetzt ja noch nicht zum ersten Mal hier das hier gemacht. Da weiß ich ja jetzt ganz genau, wo ich hin muss. Und wie jedes Mal haben wir den hier erstmal Matsch, weil der nervt. So. Die Musik hier hört sich so voll nach
nach Ägypten irgendwie an.